beeindruckend. Oh, yeah. Wait. Ich glaube, Minecraft möchte heute unbedingt noch die Hütte von Raspoala abbrennen, damit ich sie wieder neu aufbauen kann mit einem anderen Material. So ist es. Ist übrigens immer noch nicht der schwarze, den ich mir gemacht habe, sondern es ist immer noch der eiskalte Kräutertee. Hm, der schmeckt so lecker. Ja, wie gesagt, eine gute Freundin, bei der ich zu Besuch war, hat mir den morgens zum Frühstück gemacht. Ich dachte nur so, what the fuck, der schmeckt ja so cool. Kommt aus der Schweiz. Wie gesagt, kostet einen Arm und ein Bein, aber oh, so lecker. Was ist das hier Komisches? Ja. Wenn es komisch ist, dann lach doch. So. Dann haben wir hier noch das aus der Decke. Aber ist die Spitzhacke vielleicht bald mal irgendwie repariert? Für eine Fackel. Das ist eine Fackel, nichts anderes. Lund. Wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Ich glaube langsam, die Leute von Mojang gehen für die Sprachpakete einfach her und ja, losen da irgendwas aus. Ne? So. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich. Nee. Nein, 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 das ist kein Plattdeutsch. Nein, das ist kein Plattdeutsch. Niemals. Lund. Eine Fackel? Lund? Dann würde Dolph Lundgren ja eigentlich übersetzt Dolph Fackelgren heißen. Ist das lustig nicht? Digga, na? Der will sicherlich Remigration. Hier sind wir runtergekommen, als wir die Mine das erste Mal betreten haben. Hier. Und da habe ich da runtergeguckt, glaube ich. Und nee, hier vorne. Und sind hier irgendwie über eine Höhle reingekommen. Wahrscheinlich sogar von der Schlucht aus. Ja, also das hier ist auf jeden Fall meine Arbeit. Ja, das ist meine Arbeit. Ach ja, und hier hatte ich das erste, Mal eine Armbrust dabei. Und habe mich darüber geärgert, dass die kein Infinity hat. Ja. Dann sind mir nämlich die Pfeile ausgegangen. Ich glaube, ich muss mal was machen. Ja, hier. Ich habe gewusst, dass es irgendwann passiert. Natürlich. Klar. Handwerk. Nein. Eben nicht. Gut. Ich mache schön Kohleblöcke. Und dann schauen wir mal, ob wir noch was mitkriegen. Ich glaube, ich kriege nichts mehr mit, ey. So, Facecam läuft noch? Wahnsinn. Ja, dann muss die ziemlich lange ausgefallen sein. Tut mir leid, Leute. Für diejenigen, die die fragwürdige Vorliebe haben, sich mein herrliches Antlitz anzugucken, mein herzliches Armbrust. Wer weiß Bescheid? Das wissen nur die Insider. So, das herzliche Armbrust. Ja, derjenige sei mal gegrüßt. Wenn du wieder dabei sein willst, bei Minecraft mit Freunden gerne. Man sieht sich. Ich glaube, ich will mal sehen, ob ich den alten Weg finde. Ach du meine Güte. Ach ja, und dann hatte ich hier die alte Technik angewandt, wie ich früher Dinge wiedergefunden habe oder aus Höhlen rausgefunden habe.
ist ja sowas von lange her. Alter Schwede. Da muss ich doch direkt mal gucken. Alter, ich möchte nicht. Hau ab. Nee, also ich glaube, das ist eben, ich glaube, der Eingang wurde durch MCA Selector vernichtet. Das hier sieht auf jeden Fall so aus, als hätte hier jemand irgendwann mal ganz viel Rohstoffe abgebaut. Ja. Ich kenne dieses Teil hier. Dann gehen wir einfach wieder durch die Mine. Einfach. Vielleicht. Danke. Jetzt runter. Hui. Einfach mal den Wasserfahrstuhl nehmen. Ja, es hört sich gemütlich an. Ah ja. Und hier hatte ich mich runtergebaut. Und hier hatte ich dann den Hauptraum gesehen. Und dachte, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ah, 15 Erfahrungslevels. Superb. Sonst noch irgendwas? Ach, da sind die die Kistenloren, von denen ich mich gefragt hatte, wo sind die denn bloß geblieben? Ah ja, guck mal, nehmen wir das noch mit. Und gehen wir mal hier schnell raus. Da war auch Schwarzstein in der Truhe drin. Also war ich kurz vor dem Nether gewesen. An dem Tunnel, wo es zu Herrn Kittenkorn da geht. Weil das ist die einzige Ecke, wo wir bis zu der Zeit ein Schwarzstein-Niveau hatten. So. Dann gehe ich mal hier hoch. Spitzhacke ist repariert. Nächste. Und ja, ich frage mich jetzt. Nö, jetzt sind wir mitten in der Folge. Feierabend ist jetzt nicht. Ja, machen wir später Feierabend. Was soll's? Ich kann mich ja auch noch an die Aufgabe machen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Aha. Ja, mit dem Bibliothekar, da werden wir uns irgendwann mal drum kümmern. Vornatze. Hört sich eklig an, ne? So, so, das da rein. Grand. Hier oben waren doch auch Bahnschienen drin. Ja, genau. So, und die Wertstoffigkeiten bringe ich jetzt mal nicht nach Honky Island. Die bleiben jetzt mal hier. Ich würde echt gerne das Material noch wegbauen. Weißt du, komm. Hui! Wie ich das wohl hier mache. Das ist schön kompliziert. Und vor allen Dingen die Wassersucht der Gegend macht mir irgendwie ein klein wenig Gorillon, ne? Haben wir heute eigentlich schon mal den Kackenfrosch gehört? Ich glaube, der versteckt sich, weil er ist ja ein Drachenlord-Hater, ne? Weißt du Bescheid? Der würde sich erwischt fühlen. So. Warte mal. Kohle? Kohle heißt das, nicht Kohle, Kohle. Kohle. Alter, nee. Also,
Nee. Dieses Plattdeutsch ist so echt wie meine Rolex. Was? Moment mal. Das hörte sich böse, böse, böse an. Kackviech. Ich will das tot sehen. Bams. Nö, hole ich mir jetzt nicht das Schweinefleisch. Das hole ich mir jetzt nicht. Hab ich denn... Ja, ich hab noch Grant. Es ist nicht richtig. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die haben sich da einfach irgendwas ausgedacht. Und der Horst, die hatte ja das gleiche Problem mit dem österreichischen, mit der österreichischen Übersetzung. Das war ja auch so, so ein Fantasie-Österreichisch, wenn ich das, wenn ich mich da recht erinnere. Österreich. Österreich. Ja, es ist, das hier ist auch irgendwie, ja, die Höhe ist falsch von dem Raum. Bams. Er muss mindestens einen höher. Okay. Da wird eine Menge runterfallen, das ist klar. So. Ach, look. Nein, du musst das Glas nicht raushauen, sagte er zu sich selbst. Ah, nee, der Pfeiler hätte jetzt ja eigentlich auch nicht gestutzt werden müssen. Ach komm, hau ich einmal hier vorne alles weg. Kohle. Wie soll man das aussprechen? Ihr Vögel. Das heißt Kohle. Kohle, so einfach ist es. Und jetzt klein ja muss. Da da di, da da da. Ich brauche aber gleich eine vernünftige Spitzhacke, weil. Warte mal, habe ich denn noch? Ja. Erde. Na Vögelchen, du kommst hier nicht rein, weil du hast die falschen Schuhe an. So einfach ist das. Mit Goldschuhen kommst du hier nicht rein. Weißt du, unser Club hier, ne? Wir haben hier seit Ewigkeiten die Regel. Schickimicki geht nicht. So. Deswegen kommst du mit deinen Goldschuhen hier nicht rein. Goldene Nikes, ey. ja. Jetzt müsste ich da doch noch mal hoch. Ja, aber das funktioniert so nicht. Hauptsache, der Vogel schießt uns jetzt nicht mit seiner goldenen Armbrust hier runter. Mit seiner herzlichen Armbrust. Wollt ihr eigentlich diese die Ho holen, ne? Ja, so vergisst man mal ganz schnell, was man eigentlich wollte. Aha, guck mal, was da kommt. Eine kleine Armbrust kommt da angelaufen.
Nö, steht mit dem Rücken zu mir und wird umgeschossen. Krieg? Ach, guck mal. Ihr seid ein bisschen doof, ne? Warte mal. Schaff ich das? Jo. Tja. Wie mache ich das am besten? Ja. Gar nicht. Ich lasse das jetzt erstmal. Und stürze mich erstmal in den Tod. So. Ein kleines Stück Mist. Nimm das. Ein kleines Stück Mist. Das sagt mir, dass hier nicht viele von denen sind. So. Jetzt begreife ich irgendwie langsam, wie das hier laufen muss. Ja, es ist ein bisschen ungünstig, wie das hier aufgebaut ist. Ja. Haben wir denn gar keine Vollklötze mehr? Doch, da. Okay. Das wird schon. Sagte er zu sich selbst, um sich in Sicherheit zu wiegen. Ja, so muss das dann werden. Aua. Ja, war erheblich zu niedrig, oder besser gesagt, so 1-2 Blöcke. Einen. Da kannst du mal sehen, wenn man mal nicht aufpasst, ne? Oh, jetzt werde ich aber langsam dösig. Komm. So, gib mal den ganzen Quatsch wieder hier. Guck mal, jetzt habe ich mir meinen Fluchtweg zugebastelt. Ach nee, da hätte ich noch dran vorbeigekonnt. Mach dir eine Schaufel. Nein. Das ist Pro-Gamer-Style, ganz eindeutig. So. Zack. Nicht zack, nein. Warte. Ja, das müsste dann auch noch. Und ich hab doch noch. Jawohl. Kann man eine Runde schlafen? Ich weiß, so ein Witz in Anführungsstrichen wird nicht besser durch Wiederholung. Wie oft muss ich das noch sagen? Sagte er zu sich selbst. Ja. Okay. Ach, guck mal, Tobi. Jetzt haben wir bei dir schon heute einen Snifferbau gebaut. Irgendwie sowas. Jetzt bauen wir hier auch noch am Portalraum rum. Der natürlich nicht fertig wird. Nee. Der wird niemals fertig. Nicht heute, nicht morgen, nicht gestern. Lights on. Ich mach das nur weg, damit das hier nicht gegenklebt an der ganzen Geschichte. Kann ruhig runterfallen. So. Ich will das hier nämlich mal zu tackern. Da sind wir schon wieder von einer Seite nämlich sicher. Also die Bäume werden mit Sicherheit
in Zukunft irgendwann mal gefällt. Dementsprechend kommen hier auch irgendwann mal Türen rein, um nach da draußen zu gehen und Schweine, Kühe, Bullen zu jagen und ähnliches. Stell dir vor, ich falle da runter. Ne? Nein. Also jetzt so zum Abschluss könnte das echt passieren, aber auf der anderen Seite, ich bin viel zu vorsichtig, sagte er. Und so, ja, das war mal das. Und so kriegen wir langsam das Material, das weg soll, auch weg. Ja, so auf jeden Fall. Gut. Ja, ich bin da mal gespannt, was am zwischen 1. und 7. Februar, wie ihr da abstimmt. Ob es wieder genauso wird wie das letzte Mal. Lasst euch nicht davon beeinflussen, wenn ich sage, dass ich erstaunt bin über dieses und jenes. Das ist nicht die von mir erwartete Zustimmung bekommen hat. Das ist halt ganz subjektiv. Ich wollte ja eigentlich eine Pause machen. Hallo Leute, es ist wichtig, dass ich jetzt eine Pause mache. Es ist wichtig, genauso wichtig wie Sex. Und wir sehen uns danach nochmal zu einer kleinen Sitzung. Ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich ohne Facecam, weil ja, die wird irgendwann demnächst auslaufen. Ich sage Ciao mit S wie Schweinekühebullen, die jetzt gar nicht da sind. Und wir sehen uns dann morgen oder irgendwann.